Katharina Steinruck, hauptsächlich noch bekannt als Katharina Heinig, Marathonläuferin. Wie wollen Sie denn den neuen Namen in den Ergebnislisten des Frankfurt Marathon etablieren? Ja, also am besten mit einer neuen Bestzeit. Das wäre natürlich mein größtes Ziel. Oder was heißt wäre, es ist mein Ziel jetzt am Frankfurt. Ich bin sehr gut vorbereitet, habe sehr gute Vorleistungen gebracht im Training wie auch in den Unterdistanzwettkämpfen und möchte dann schon gerne natürlich am Wochenende Steinruck ganz weit nach vorne bringen. Da sehen die Ziele genau wie aus? Ja, also die Olympianorm mit einer 2:29:30 ist natürlich das große Ziel, diese zu unterbieten. Und ich habe mir persönlich noch das Ziel gesetzt, eine neue Bestzeit zu laufen. Meine alte liegt 3 Jahre zurück beim Berlin-Marathon mit einer 2:28:34 und möchte diese natürlich unterbieten und schön wäre eine 2:27:59. Beschreiben Sie doch mal kurz das Gefühl, in der Heimatstadt, in der Sie ja schon lange leben, laufen zu dürfen, einen Marathon. Ja, also man kennt natürlich die Straßen, man kennt fast jede Ecke. Ich bin ja schon bereits 2-mal hier gelaufen, den kompletten Marathon. Habe selber schon Pace gemacht für Athletinnen und bin auch schon in der Staffel mitgelaufen. Also, ach ja, und als Kind noch den Bambini-Lauf, den Mini-Marathon. Also habe ja im Grunde fast schon alles durch an Läufen. Und es ist einfach schön, zu Hause zu laufen, weil man kennt halt die Ecken. Man kennt viele Leute, die an der Strecke stehen. Es stehen viele Leute an der Ecke, weil die Nachbarschaft kennt einen dann doch. Viele Freunde kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet und dann natürlich auch Personen wie die Fahrschule, wo man Autofahren gelernt hat, oder eben ja, Freunde, Lehrer und Kollegen. Also das ist schon ganz cool. Der Marathon letztes Jahr war ein tolles Erlebnis, aber es begann auch dann eine lange durchaus Leidenszeit. Wie würden Sie im Schnelldurchgang die Zeit zwischen Marathon 2018 in Frankfurt und 2019 beschreiben? Naja gut, ich hatte mich ja bewusst für diese OP entschieden. Also für mich war das jetzt nicht irgendwie, was plötzlich kam. Und ich wusste, was auf mich zukommt, weil ich 2015 die gleiche OP schon am anderen Fuß hatte. Und ja, was heißt Leidensweg? Das war halt hartes Training, sehr, sehr viel Grundlagen, sehr, sehr viel Alternativtraining, sehr, sehr viel Reha-Training. Es war halt, ja, langwierig, aber ich weiß ja, für was ich es tue. Ich habe es gemacht, damit ich es schaffe nach Tokio, was mein großes Ziel ist. Und war ja auch gut, dass ich es gemacht habe, ja. Der Odenwald hat dabei eine Rolle gespielt. Im heimatlichen Erbach hat sich auch ein Teil der Reha abgespielt. Ja, genau. Also mein Physiotherapeut, der Norbert Müller, der am Reha-Zentrum Odenwaldkreis arbeitet, bei ihm habe ich den Hauptteil meiner Reha gemacht und dadurch, dass meine Eltern ja auch dort wohnen und ich ja auch dort groß geworden bin, kennt man dort natürlich fast jedes Fleckchen und neben natürlich auch dem Olympiastützpunkt mit der Physiotherapie und noch dem Rainer Schubert, der auch bei uns für einen Verband arbeitet, habe ich sehr gutes Aufbautraining machen können, was meinen Fuß angeht und konnte dementsprechend sehr schnell wieder einsteigen. Das Fernziel ist Olympia 2020 in Tokio. Jetzt wird aber der Marathon in Sapporo gelaufen. Wie bewerten Sie das? Ja, ich sehe das als nicht so negativ, weil Sapporo ist ja trotzdem noch Japan und die Japaner sind unheimlich sportverrückt und eben auch laufbegeistert. Ich bin davon überzeugt, dass dort eine Megastimmung an der Strecke sein soll oder sein wird. Ich bin bereits schon mal in Japan gelaufen bei einem etwas kleineren Event und das war schon purer Enthusiasmus an der Strecke. Es war einfach nur eine Bombenstimmung, top organisiert und ich bin davon überzeugt, dass wir oder dass das Frauenrennen, auch wenn das etwas um die 800 Kilometer nördlich von Tokio stattfindet, dem keinen Abbruch tut. Und außerdem, wenn wir fertig sind, wenn der Frauenmarathon vorbei ist, geht es ja trotzdem dann ins Olympische Dorf und dann wird Olympia noch voll ausgekostet. Deswegen, ich sehe das als nicht so tragisch an, weil vor dem eigenen Rennen hat man sowieso nicht groß Augen für irgendwelche anderen Wettkämpfe. Und ja, deswegen, ich glaube, das ist eine sehr gute und sehr richtige Entscheidung, die da getroffen wurde. Zurück zum Sonntag. Ein besonderes Erlebnis ist auch immer der Zieleinlauf. Der Zieleinlauf in der Frankfurter Festhalle. Wie sehr freuen Sie sich schon darauf bei aller Qual, die vorausgeht? Sehr, weil das heißt, es sind die letzten 100 Meter und man hat es geschafft. Und ich hoffe natürlich, das mit einer neuen Bestzeit feiern zu können.
Wir wünschen viel Erfolg dafür. Vielen Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.